Ich fand die Begleiterin, die Miss Milner, ganz interessant teilweise, wie sie immer zu ihm aufgesehen hat und sogar die Pupillen immer mal in seine Richtung bewegt hat und dann wieder runtergeschaut hat. War eigentlich ein ziemlich interessantes Minenspiel gewesen. Selbst auf der niedrigen Grafikstufe sieht das schon ganz schick aus, muss ich sagen. Was haben wir hier eigentlich? Lass dir die aktuellen Hotspots anzeigen? Nö, das ist ja blöd. Öffne das Notizbuch, Ingame-Menü. Ach so, wir können uns Hotspots anzeigen lassen, dafür sinkt der Punktestand und je höher der Punktestand am Ende ist, desto besser ist man also im Prinzip. Miss Miller macht einen tüchtigen Eindruck. Sie wollte die Lady vor mir, einem aufdringlichen Fan, schützen. Sie wirkt aber auch nervös und angespannt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass sie mit Matt schon alle Hände voll zu tun hat. Und dann auch noch eine Chefin, die als schwierig gilt. Ach, so schwierig war sie doch jetzt gar nicht. Sie war doch eigentlich ziemlich umgänglich, oder? Eine außergewöhnliche Frau. Talentiert, gebildet, über die Maßen reich und die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten. Und dennoch heißt es, sie sei zuweilen schwierig und nicht sehr glücklich. Künstler eben. So, weiter geht's. Sie ist ja auch eine Künstlerin, also gibt ja die verschiedensten Künste. Gut, gucken wir mal. Karamellbonbons. Wer hat das Original? Die habe ich schon als Kind geliebt. Sie haben nur einen Nachteil. Sie vertragen sich nicht mit dritten Zähnen. Ich finde, sie vertragen sich generell nicht mit irgendwelchen Zähnen. Deswegen esse ich die auch nicht gern, muss ich sagen. So, spielen wir noch wenn mal eine Runde Barkeeper. Aufzutreiben ist, hat er wohl auch nichts dagegen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Natürlich. So, ansonsten hier... Oh, nimm! Oh, natürlich. Vielleicht, wenn ich sie nur ganz vorsichtig lutsche. Da fährt die gierige Kralle aus und schnappt sich die Bonbons. Der Block, auf dem der Steward die Bestellungen notiert. Leer. Vermutlich benutzt er ihn nicht, wenn so wenig los ist wie heute. Ja, braucht er ja auch nicht. Gut, ansonsten scheint es hier nichts. Halt, hier Schublade, natürlich. Vielleicht wird darin der Schlüssel für die Kabinen aufbewahrt. Schnüffel ruhig rum. Abgeschlossen. Wo steckt der Kerl nur? So eine Überraschung, dass der abgeschlossen war. Hier ist noch was. Ein Weltempfänger. Wahnsinn, wie klein die Dinger in den letzten Jahren geworden sind. Ah, du wüsstest, wenn du wüsstest, Herr Wachmeister. iPod und so, ne? Gut, wir kommen jetzt wieder hier vor. Achso, wir müssen hier, ne? Ja. Gut, schauen wir mal weiter. Hier hinten müsste ja dann jetzt noch der Arzt, genau, Dr. Gebhardt war. Halt, was war das? Achso, das ist bloß Dr. Gebhardt. Na gut, dann reden wir doch mal mit ihm. Ah, Herr... Selma. Richtig, richtig. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug oder in Zürich etwas Verdächtiges aufgefallen? Sie meinen, abgesehen davon, dass mir mein Koffer auf dem Bahnsteig gestohlen wurde? Nein. Gibt es denn Grund zur Beunruhigung? Nein, reine Routine. Herr Wachtmeister Zellner, halten Sie mich bitte nicht für naiv. Ich habe den Inspektor von Interpol erkannt. Legard heißt er, wenn ich mich richtig entsinne. Legrand. Auch gut. Er hat auf dem Bahnhof in Zürich eine Geldkassette in einen Tresor gelegt und dann die Verladung des Tresors überwacht. Erzählen Sie mir nicht, ein Mann seiner Gehaltsstufe fährt routinemäßig durch die Alpen, um Geldkassetten zu bewachen. Eine Geldkassette? So wie man sie in Schließfächern findet? Ganz genau. Und ich glaube, wir haben beide eine Vermutung, was sich darin befindet. Ich nicht. Also, in der Geldkassette könnte natürlich Geld sein, aber es könnte auch genauso gut irgendwas anderes drin sein vom Wert, ne? Ich habe in der Tat eine Theorie. Aber wie lautet Ihre? In London wurde ein Rubin gestohlen. Eines der beiden legendären Augen... Ach so, und dort ist dann das andere drin wahrscheinlich. Der zweite Stein, ein Smaragd, soll sich Gerüchten zufolge in einem Schweizer Banktresor befinden, wenn ich mich recht erinnere. Beide Steine sollten in einigen Tagen erstmalig seit fast 50 Jahren gemeinsam in Kairo ausgestellt werden. Da ergibt sich doch ein Bild. So ein bisschen. In der Tat. Und da der Herr Lagrande ja wahrscheinlich eine Falle stellen möchte, wie er vorhin gesagt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er hier den Raben anlocken möchte, mit dem Stein durchaus. Gibt es etwas Neues zum Raub in London? Schon ein starkes Stück, nicht wahr? Das müssen Profis gewesen sein, wie sie eines der besten Sicherheitssysteme der Welt ausgeschaltet haben. Das ist schon beeindruckend.
Menschen wurden verletzt. Ach, man kann solch einen Einbruch nicht ohne Kollateralschäden durchführen. Der Rabe scheint endlich einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Wir können uns auf neue, spektakuläre Coups freuen. Wenn der neue Rabe so rücksichtslos vorgeht, werde ich es dieses Mal nicht genießen können. Wie Sie meinen. Welch eine Bewunderung für den Raben, ist ja Wahnsinn. Wie soll er davon sprechen, ja, wir genießen die Coups und wir können uns drauf freuen. Dass er ein bisschen kriminell ist und ständig was klaut, macht dabei wahrscheinlich nichts, wa? Dürfte ich mir vielleicht Ihre Zeitung ausleihen? Sie können gern den Teil haben, in dem über den Einbruch berichtet wird. Darauf haben Sie es doch bestimmt abgesehen, nicht wahr? So ein bisschen. Sie haben mich ertappt. Bitte sehr. Danke vielmals. Aber ein sehr freundlicher Geselle, muss ich sagen. Etwas anderes. Wissen Sie, wo der Schaffner ist? Das wüsste ich auch gern. Ich habe ihm in Zürich aufgetragen, nach meinem verschwundenen Koffer zu suchen. Bisher hat er sich noch nicht wieder gemeldet. Vermutlich macht er mit dem Kofferdieben gemeinsame Sache und ist gar nicht wieder in den Zug gestiegen. Wenn gegen das Gesinde nicht bald hart durchgegriffen wird, werden solche Lumpen eines Tages die Welt übernehmen. Nun, noch wissen wir ja nicht, was vorgefallen ist. Er ist nicht hier, um seine Arbeit zu erledigen. Das ist schlimm genug. Auf Wiedersehen, Dr. Gebhardt. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Es war ein angenehmer Plausch. Oh, ist es angenehm, Herr Doktor. Hat mir gefallen. Ja, natürlich, die Welt wird böse werden. In 50 Jahren, sage ich dir, da wird das Böse regieren. Schöne Musik auch, muss ich sagen. Huch. Ich dachte, wir kommen jetzt im nächsten Abteil raus, aber nun gut. Ah, ich glaube, wir müssen... Ja, wir sollten da wahrscheinlich hier hin, in den Transportwagen. Ich vermute stark, dass die Tür verriegelt ist. Warum? Nein, sie ist offen. Na, sowas. Le Grand muss ja auch irgendwo hingegangen sein. Le Grand, meine ich. Hallo? Wow. Keine Bewegung, Federvieh. Stecken Sie die Waffe weg, Robert. Wenn ich vorstellen darf. Constable Robert Oliver vom Yard. Und das hier ist der verehrte Wachtmeister Zellner von der Schweizer Polizei, der offensichtlich seine Neugier nicht im Zaum halten konnte. Ja, Entschuldigung für das unten gerade. Das, ich muss mal gucken, irgendwie kann man das doch ausstellen, oder? Na egal. Ich hatte also recht. Sie wollen hier wirklich jemanden in die Falle locken. Das sag mal. Vielleicht jemanden, der zuletzt in London zugeschlagen hat? Und mit welchem Speck sollte ich diese Maus fangen wollen? Mit einem Auge? Ein Auge, das auf dem Weg von Zürich nach Kairo ist? Oh, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Bravo, Herr Wachtmeister. Sie werden mir hoffentlich zugestehen, dass ich als Schweizer Polizist in meinem eigenen Land Ermittlungen anstelle. Sind wir noch in der Schweiz? Ich könnte Ihre Augen im Zug sein, solange Sie hier im Transportwaggon sitzen. So? Warum auch immer ihr im Transportwaggon sitzt und euch hier, keine Ahnung, gemütlich tut. Macht total Sinn, wenn ihr hier beide an derselben Stelle sitzt. Ich meine, dann kommt er wieder mit einer Sprengladung und schaltet euch beide aus, nicht wahr? Im Zug befindet sich ein Professor Lucien. Er ist Archäologe aus London. Was ist mit ihm? Nun, wie es scheint, wurde er aus seiner Kabine ausgesperrt. Wie das? Naja, die Tür ist abgeschlossen und er steht ohne Schlüssel draußen. Wurde sie von innen verriegelt? Möglich. Glauben Sie, die verschlossene Tür könnte wichtig sein? Professor Lucien spielt in dieser Geschichte eine gewisse Rolle. Nun gut, Wachtmeister Zellner. Seien Sie meine Augen und Ohren im Zug und verschaffen Sie Professor Lucien Zugang zu seiner Kabine. Anschließend kommen Sie zurück und erstatten mir Bericht. Ja, Monsieur. Eine Wahnsinnsaufgabe. Was wissen Sie über diesen Erben des Raben? In die Luft jagen wollte er mich. Robert, wir wissen noch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Der neue Rabe ist auf jeden Fall ein gefährlicherer Mann als der alte. Woher wissen Sie, dass es ein Mann ist? Es könnte auch eine Frau sein. Oder mehrere Männer. Und woher wissen Sie überhaupt, dass es ein neuer Rabe ist? Monsieur? Ah, lassen wir das. Dann werde ich mich jetzt um die Tür kümmern. Tun Sie das. Und Wachtmeister Zellner? Ja? Stören Sie uns nur, wenn Sie neue Erkenntnisse haben. Sicher. Ein Dieb könnte nervös werden, wenn ich mich zu oft im Transportwaggon herumtreibe. Exakt. Klopfen Sie zweimal, dann wissen wir, dass Sie es sind. Verstanden.
Eine seltsame Bande, vor allen Dingen dieser Robert. Na, den fand ich schon im Intro komisch, muss ich sagen. Gut, ich ermittle in Degans Namen. Damit bin ich einen Schritt weiter. Wenn ich ihn von meinen Fähigkeiten überzeugen kann, ist dieser Fall für mich vielleicht doch noch nicht beendet, bevor er begonnen hat. Auch wenn dich der Fall eigentlich nichts angeht, aber egal. Könnten wir denn nicht übers Dach gehen vielleicht? Die Leiter führt hinauf aufs Dach. Ja. Man müsste lebensmüde sein, um bei voller Fahrt dort hinaufzuklettern. Ach komm. Der Fahrtwind, Tunnels. Nein, ich bleibe hier unten. Pippi-Geschwindigkeit, komm. Bei Mission Impossible kriechen sie da gerne auf dem Dach rum. Dann kriechen sie auch mal auf einem ICE rum oder TGW oder was auch immer das war. Na gut, gehen wir wieder zurück in den Salonwagen. Auch wenn ich es ein bisschen seltsam finde, dass es offenbar nur einen Wagen gibt, in dem alles ist. Aber na gut. So. Wollen wir uns doch erstmal ein bisschen... Achso, das ist bloß die Tür. Wollen wir uns doch erstmal ein bisschen umschauen. Mit den Leuten haben wir jetzt soweit schon geredet. Vielleicht hat sich ja mit... Ja, weg. Vielleicht hat sich ja mittlerweile etwas bei unserem Professor Lucien... Lucien? Wie spricht man ihn aus? Lucien? Ich weiß gar nicht, wie er sich selbst ausgesprochen hat. Ich glaube Lucien, ne? Hat sich was bei ihm getan? Nee, der steht immer noch hier und weint. Der Arme. Na komm, reden wir nochmal mit ihm. Er macht keinen sehr ausgeglichenen Eindruck. Nee. Und ausgerechnet ihn soll ein Einbruch in sein Museum kalt lassen. Sehr seltsamer Kerl. Gut, schauen wir noch mal ganz am Anfang. Du darfst auch gehen. Die Seitenwechsel, die Bildwechsel sind immer ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil man hier immer irgendwie ganz randnah drücken muss, damit er dann auch wirklich mal geht. Aber na gut, was soll's. Oh, wir können auch unser Buch nehmen. Und dann bestimmt signieren lassen, oder? Ob ich mir ein Autogramm... Na klar doch. Das wäre ziemlich unprofessionell. Aber andererseits... Steck ein. Wen interessiert schon Professionalität? Wenn man ein Autogramm kriegen kann, was haben wir eigentlich? Die Zeitung haben wir uns noch nicht angeschaut, fällt mir gerade ein. Da wir ansonsten nichts haben, würde ich sagen, schauen wir erstmal in die Zeitung rein. Lies den Artikel. Ob es schon neue Informationen gibt? Also bla bla bla. Also Auge des Sphinx, einer der beiden unschätzbar wertvollen Edelsteine, ungewöhnlich reiner Rubin, 2000 vor Christus, etc. etc. Das kennen wir schon. Und hier? Dreister Einbruch. Profis am Werk. Wurden von der Museumswache Charles Langley und Scotland Yard Constabler Robert Oliver überrascht. Explosion. Constable Robert Oliver von Scotland Yard. Er war beim Diebstahl des ersten Auges zugegen und bewacht nun das zweite. Sehr komischer Kerl, finde ich auch. Ein Bericht über die bevorstehenden Oscar-Verleihungen und die Siegchancen von Cleopatra. Schon ein Wahnsinn. Für den Film wurden in Rom die größten Filmkulissen aller Zeiten gebaut. Und nach diversen Krankheiten der Hauptdarstellerin, mehreren Wechseln bei der Regie und monatelangen Verzögerungen sind die Kosten auf über 40 Millionen Dollar gestiegen. Der teuerste Film aller Zeiten. Ein Rekord für die Ewigkeit. Süß. Finde ich niedlich. Heimtröpfchen. Heimtröpfchen. Der berühmte Kräuterlikör für die Frau. Jeden Tag ein Glas, das ist gut für die Nerven und erhält den Hausfrieden. Heimtröpfchen. Wenn Sie Ihrem Mann keinen Ärger machen wollen. Herrlich. John Surtees wurde diesen Samstag zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Zuvor war er in den Jahren 1956 bis 1960 Motorradweltmeister. Damit ist er der einzige Motorsportler, der sowohl Motorrad- als auch Formel 1 Weltmeister geworden ist. Das ist nicht meine Welt. Zu laut, zu schnell, zu viel Gestank. Kann ich verstehen. Ich finde Formel 1 auch komisch, selbst heute noch. Ist er heute noch lauter wahrscheinlich als damals.